Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, schon ein paar Tage her seit dem letzten Video. Ich habe mir mal ein bisschen so YouTube angeschaut. Leute, ich muss euch echt sagen, solange es solche Kelps gibt, wird YouTube nicht langweilig. Ich schwöre es euch, es kann nicht langweilig werden. Ey, was für Leute da rum schwirren, ne? Und zwar gibt es solche Klugscheißer. Fangen wir mal an. Ich wollte eigentlich gar kein Reaction über solche unbedeutenden Menschen machen, aber dann habe ich mir doch gedacht, komm, dass die Leute was zum Lachen haben. Habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Video daraus. Okay, haltet euch mal ein bisschen fest. Ja, fangen wir mal an. Da ist zum Beispiel so ein kleiner Kelp, ja, der wo denkt, er könnte andere Leute so ein bisschen fertig machen. Ja, und stellt sich da als so ein Klugscheißer daher. Ey, ich habe mich so über den Deppen so kaputt gelacht, jetzt haltet euch mal fest. Der reagiert auf Dr. Juanito Panchito, ja, und er hat erst nach ein paar Videos hat er noch nicht mal gemerkt, dass das eine Kunstfigur ist, ja, und meint in seinem React-Video, also er hätte ja einen sehr guten Freund, er ist Jurist, ja, deswegen kann er sich das nicht vorstellen, dass dieser Juanito Panchito ein Jurist ist, ja? Und danach fängt der Panchito an zu reden und sagt da, ja, das ist auf jeden Fall keine juristische Sprache, das höre ich sofort raus. Hey, du Kelp, du Vollpfosten, das ist eine Kunstfigur, ja? Er ist kein Advokat, es ist nur eine Kunstfigur. Kapierst du das nicht? Das war ja schon witzig. Da habe ich mir gedacht, komm, lass ihn, ist so ein kleiner, der wo sich ein bisschen aufmerksam verschaffen möchte, ne? Dann habe ich mir mal, hat mir jemand ein Video noch zukommen lassen und das war ja noch witziger, okay? Hört es euch mal an. Ja, da ist, ja, was heißt dann bekannt, mit dem habe ich ein paar Mal telefoniert und so weiter und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, ich rate dir, nimm das Video da raus, weil da hat er wirklich. Ja, also unter Einfluss von manchen Medikamente, so hat es ausgeschaut, ja, und danach hat er mich gesperrt und das Gute, was er getan hat, er hat sein Video da rausgenommen. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wer das war, wenn ich jetzt weiter erzähle, um was es geht. Auf jeden Fall hat dieser Kelp, wo meint, er müsste die Leute fertig machen, hat das Video auch rausgenommen, hat dann gemeint, ja, er hat jetzt den Aussetzer, weil jetzt kommt die Wirkung von dem Heroin und so weiter. Du weißt genau, von wem ich spreche, gell? Weil ich nenne seinen Namen nicht, weil das so ein unbedeutender Typ ist. Ja, und das sagt dieser Typ, ich habe ein Video, wo habe ich ein Video aufgenommen, wo du vom Teller Suppe schlürfst. Ja? Und der Klugscheißer, der Kelp, ja, macht direkt drauf und meint, ja, von woraus sollt ihr denn sonst noch Suppe schlürfen? Ey, du Vollidiot, ja. Jedes kleine Kind weiß, was damit gemeint ist, ne? Stell dich nicht so klug daher, weil du, was weiß ich, einen juristischen Freund hast, ja. Du hast keine Ahnung, ja. Du bist so hohl in der Birne, ja, dass du das nicht mehr merkst, was damit gemeint ist, ja, Suppe aus dem Teller schlürfen, damit ist gemeint, ja, der Teller, ja, Lines gemacht und hochgezogen, ja, und bezeichnet andere Leute als Landei, ja, und dabei bist du der größte zurückgebliebene Landei, okay? Nur mal hier nebenbei. Und noch dazu, ja, hast du es endlich gecheckt, dass der Juanito Panchito eine Kunstfigur ist und nichts mit Advokaten, Jurist oder dass der ein Anwalt ist. Das hat damit nichts zu tun. Er ist ganz einfach, ja, eine Kunstfigur. Ja, nicht mal das checkst du. Ja, du bist so zurückgeblieben, du Vollidiot. Ja, echt. Und da habe ich mir echt gedacht, hey, was ist das für ein Spasti? Ja, und danach meint er auch noch, weil ich ja mein Lesebrille aufsetze, müsste ja auch darüber Witze machen. Hey, du Vollpfosten, ja, du Volldackel. Ja, hier in Deutschland sind über 65% Brillenträger. Wenn ich eine Lesebrille habe, ist doch nicht schlimm, oder? Aber, ja, du weißt ganz genau, wenn der Juanito Panchito seine Maske anhat, ja, dass sich die Brillengläser sich beschlagen. Ja, das zeigt doch, dass du auch ein Brillenträger bist. Außerdem, was hast du gegen Brillenträger, hä? Du bist so ein Kelp, ja. Du bist so ein Volldackel, ja. Hey, dass du das nicht mal merkst, ob es eine Kunstfigur ist
ja, dass du meinst, wenn jemand sagt, aus dem Teller Suppe schlürfen, ja, dass du wirklich denkst, ja, dass er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das meint, ja, du bist so zurückgeblieben, ja, bilde dich mal weiter. Oder bevor du ein Video machst, ja, erkundige dich mal, was damit gemeint ist. Verstehst du? Also, das mal zuerst. Deswegen wird es uns YouTubern nie langweilig, solange es solche Vollpfosten gibt, ne? So wie ich das euch jetzt erklärt habe. Warum nenne ich hier keinen Namen? Ganz einfach. Und jetzt ratet mal. Ja, genau. Die, wo die größten Klappen haben, ja, das sind die Leute, die wo ihr Gesicht nicht zeigen, ja. Okay, keine Eier in der Hose, ja, will aber rumhaten, ja, aber Angst, ja, dass man sein Gesicht erkennt, dass er vielleicht irgendwo draußen, wenn er rumläuft, einen auf die Fresse bekommt, ja. Keine Eier in der Hose, so groß wie Kichererbsen, vielleicht gerade mal so groß nach 10 Minuten der Geburt von meinem Sohn, ja, aber über andere Leute herhäten. Hey Junge, hör auf damit, okay? Werd erwachsen, okay? Lern zuerst mal von einem Kunstfigur und einem Advokaten zu unterscheiden, ja? Lern zuerst mal, dass vom Teller Suppe schlürfen nicht das heißt, dass man vom Teller Suppe schlürft, okay? Du Penner, ja, du Dackel, kein Plan vom Geschehen, aber reden wollen. Ich sage deinen Namen deshalb nicht, weil du es nicht wert bist, okay? So, das war mal das als erstes. Dann gehen wir mal weiter. Ja, dann gehen wir mal weiter. Die Leute, die meine Videos ein bisschen verfolgt haben, die wissen ganz genau, dass ich nicht der Fan von Ali Osman bin. Aber ich bin auch kein Hater von ihm. Viele Sachen, was er so von sich gibt, bin ich nicht der gleichen Meinung. Aber wo er recht hat, hat er mal recht, ne? Wirklich traurig. Jeder, bei dem, wo es um Klicks geht, das sagt er doch in seinem Dokumentar, sagt er, die Leute würden ihre Seele dafür verkaufen. Hey, hat er ja vollkommen recht. Ich merke das. Bei jedem, wo ein bisschen Klick braucht, ja, bumm, nehmen sie den Ali Osman rein, ja? Ich habe zum Beispiel jetzt vom Tobach erwartet, nachdem ich mit dem telefonisch Sprachnachrichten und so weiter getauscht habe, dass er sich total wie soll ich sagen, seinem Geschäft Filme aufnehmen und Kunst sich begeben wird und nichts so mit dem Hater zu tun hat. Na, aber dann hast du gemerkt, ja, dann hast du gemerkt, wenn man das so nachvollzieht, ja, die Klicks bei 180, wo du deine Buch vorgelesen hast bei 200, ja, und von Panchito auch, wenn er irgendwie, was weiß ich, über jemanden gesprochen hat, 300, 400. Sobald der Name Ali Osman fällt, ja, gehen die Klicks nach oben, ja. Ich habe gedacht, du wolltest kein Beef mehr, ne? Aber hast du erkannt, ne? Wenn du Ali Osman reinsetzt, dann gehen die Klicks einfach nach oben. Und das ist das Traurige, ja, und das ist genau das, was der gemeint hat, ne? Ja, der will von niemandem was, anscheinend, so sagt er. Aber wenn die Leute bis in den Absturz haben, ja, und buh, die Klicks nicht mehr da sind, dann nehmen sie gleich wieder ihm seinen Namen und zack, haben sie ein paar Klicks mehr. Aber beim Toba ist es ja nicht so schlimm, ja. Der hat ja mit ihm zusammen ein Geschäft gemacht und alles. Aber was ich nicht verstehe, was ich wirklich nicht verstehe, Junge, Django, was ist denn mit dir los? Der Mann hat dich und hey, der Mann hat dich zutiefst beleidigt, ja? Der Mann hat gesagt, dass deine Frau in München im Bordell gearbeitet hat. Ja, und dann hat er dein Mann, dann hat er gesagt, dass deine Frau in Rheinhausen in irgendeinem Puff gearbeitet hat. Noch dazu, ja, hat er gesagt, ja, du würdest die Räumlichkeiten für deine Frau anbieten und irgendwo in der Küche warten, bis der Freier weggeht, ja? Hast du dann eine Ansage gemacht, dass du einen Schädel einschlägst und hast gewartet, bis er zu dir kommt? Ja, um die 45 Kilometer von Bochum nach Rheinhausen bist du nicht gegangen. Und jetzt sagst du, du würdest gern so ein russisches Ohrfeige-Ding machen. Hey, du wiegst 200 Kilo. Ist doch logisch, ja, wenn jemand mit 200 Kilo jemandem eine draufhaut, dass eine ganz andere Wirkung ist, wie wenn jemand 50 Kilo wiegt. Verstehst? Deswegen ist es ja auch bei den Kampfsporten immer so, dass Gewichtsklassen immer mit Gewichtsklassen passen müssen. Ja? Hey, aber traurig ist, dass du gemerkt hast, oh, jetzt bist du von der Türkei gekommen, aus der Türkei bist du zurückgekommen, hast irgendwie ein paar Reaction-Videos gemacht, die wohl nichts gebracht haben, sieht man ja an den Klicks, ja,
und dann hast irgend so ein Scheiß da von Zeitungsartikel gelesen, hat auch nicht viel gebracht. Und dann hast du gedacht, hey, komm, Scheiß drauf, dann nehme ich wieder deinen Ali Osman mit rein, dass meine Klicks nach oben wachsen. Hey, bisschen Schamgefühl muss man doch haben, ja? Außer er hat recht gehabt mit dem, was er alles gesagt hat, ja? Okay, und dann sollten wir erst recht dem seinen Namen nie wieder in den Mund nehmen. Hey, was bist du für ein Typ? Was bist du echt für ein Typ? Der hat dich zutiefst beleidigt. Eine größere Beleidigung gibt es nicht bei uns Türken. Ja? Anstatt du ihm zur Rechenschaft ziehst, jetzt klammerst du dich noch an seine Eier, ja, dass deine Klicks nach oben gehen. Typ, ey, Yazık, ehrlich. Das ist doch der Hammer, ehrlich. Leider muss ich da Ali echt recht geben, ja? Die Leute verkaufen nicht nur ihre Seelen, die würden sogar ihre Frau dafür verkaufen. Wegen den scheiß paar Klicks. Und das ist das Traurige. Nehmen wir mal an, Jing, oder stimmt, dass sie früher so ein Leben gehabt hat. Dann halt einfach deine Klappe, ja? Okay? Und werd einfach glücklich. Weil, wie heißt es so schön, ja? Bei der Liebe weiß man nie, auf welche Scheiße sie drauffällt. Okay? So ist das halt mal in der Liebe. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wer ist denn noch da? Ja, wie gesagt, dann lieber die Klappe halten oder zuerst mal die Sachen von früher regeln. Ja, zuerst mal nach Rheinhausen fahren, ja, und ihn mal dir vorkleben und sagen: Hey Junge, was hast du gesagt über meine Frau? Bam, bam, ja, okay, nicht einfach. Auch ich würde mal gerne mit einem Wettbewerb teilnehmen, wo es diese russische Ohrfeigen gibt. Hey Junge, du wiegst jetzt mittlerweile, schätze ich wirklich, dass du 200 Kilo wiegst, ja, denke ich wirklich, okay. Und das passt gar nicht von der Gewichtsklasse her, ja? Also, gehen wir weiter. Und da, wie gesehen, was habe ich zu dir gesagt, Franco? Ja? Jetzt, wo die Klicks nicht das entsprechen, was du dir gerne erhofft hast, ja? Ja, jetzt, du weißt ganz genau, machst du wieder einen kleinen Beef mit Ali Osman, ja? Und dann steigen die Klicks wieder. Naja, gut, super. Das ist nicht das Game von euch, nein, das ist YouTube. Okay, beim YouTube ist es halt mal so, ja. Die Leute wollen unterhalten werden und deswegen sollst du da nicht sagen, oh, ich ziehe mich jetzt von allem zurück, ich will nichts mehr mit diesem Beef zu tun haben und ich will damit nichts zu tun haben, ich mache nur meine künstlerische. Und dann, ja, dein Kanal dem Juanito Panchito geben und sagen, ich habe doch damit nichts mehr zu tun. Doch, du hast was damit zu tun. Wenn jemand bei Baba Yondos Kanal irgendeine Aussage, Ansage trifft, ja, dann hat das nichts mit dem Typ zu tun, dann bin ich dafür verantwortlich. Okay? Du bist genauso verantwortlich. Also hör auf mit dieser ganzen Tourerei, ich mach das und sell. Ja, und was dieser Vollidiot, dieser Vollkerl da über deine Videos sagt, was weiß ich, dass du den Juanito Panchito hinten mit grün machen sollst und so weiter. Lass den Idioten, weil das sind wirklich solche Deppen, die wollen nichts wissen, was sie da in den React-Videos zu sagen haben. Dann müssen sie halt über irgendetwas rumziehen. Okay, bisschen, ja, wenigstens wenn du ein Handyvideo machst, ja, dass du das Ding wenigstens in den Stethoskop machst und das Ding ohne Wackel steht. Darauf könntest du wenigstens achten. Aber ansonsten ist scheißegal, ob du das mit dem Equipment machst, wo 10.000 Euro kostet oder mit dem Kamera machst, wo 500 Euro kostet. Verstehst du, was ich meine? Auf den Inhalt kommt es drauf an. Es gibt so viele Filme, die so geil, so professionell aufgenommen worden sind, aber die Filme sind langweilig. Ja, und meines Erachtens sind immer die besten Videos, ja, die versteckten Kameravideos, ja, und die werden nicht mit einem Kamera für 5.000 Euro aufgenommen, nein, die werden mit so einem ganz kleinen Knopfkamera oder mit so einem Handy aufgenommen. Deswegen. Aber dann hört auf, mir zu erzählen, ich mache meine künstlerische Begabung weiter und ich will nichts mehr mit Beef und so weiter zu tun haben. Da hast du ja gesehen, ohne Beef gibt es keine Klicks. So, und das die beste Entscheidung, ja. Die beste Entscheidung war das, dass du mit dem Django da kein Interview gemacht hast. Ey, das wäre ja wirklich, also danach hättest du es geschafft, weil mehr nach unten geht's nicht mehr. Okay, jetzt hast du noch ein paar Treppen nach unten, du kannst dich nach oben arbeiten, ja, aber wenn du das noch gemacht hättest, das ist gut, dass du da auf deine Verwandten und auf deine Freunde und auf deine, was weiß ich, möchte gern Manager gehört hast und dass du das gelassen hast. Ja, das fand ich echt gut, weil da wärst du wirklich an der untersten Treppe angekommen. Gut, ich wünsche dir trotzdem noch viel Erfolg. Ja, und wie gesagt,
Die Leute, die wohl ihr Gesicht da nicht zeigen, die haben die größten Klappen, ja, das wissen wir ja alle, ja, das brauchen wir ja nicht, ja, die ziehen über jeden her, das sind keine Hater mehr, sage ich auch immer wieder, das sind Neider, ja, was ich mich echt wundere, da muss ich jetzt mal den Django wieder in Schutz nehmen, was nützt dir, ich sag den Namen nicht, was nützt dir, wenn er sein Harley nicht mehr hat? Kriegst du es dann? Nein, also hör auf zu haten, ja, er hat seine Harley noch. Ja, er hat seinen Kanal, er hat sein, und wenn er ihn so gemacht hat, ja, dann hat er seinen Kanal, sage ich es noch einmal, das habe ich mal in einem anderen Video auch gesagt, ja, den Kanal hat er über seine Schwester laufen, da läuft die Kohle rein, weil in Deutschland muss nur schriftlich alles stimmen, okay? Kanal ist über die Schwester angemeldet, Harley ist über die Mutter geleast, fertig aus, ja? Es ist nicht so, dass bei uns wie bei euch da mit 18, so, jetzt Bischof Axel und so, muss ich jetzt eine neue Wohnung suchen, nein, bei uns hält die Familie immer zusammen. Ja, und wenn der mal so ein Problem hat, ja, da kann man das über die Mutter leasen oder finanzieren, ja, und die Einnahmen vom YouTube kann man dann über die Schwester machen, fertig aus, ganz einfaches Spiel. Du regst dich nur umsonst auf, ja, so künstlerisch, ja, zuerst mal Gesicht zeigen, ja, dass du dann auch auf der Straße laufen und sagen, hey, ich tue gegen diese Leute haten, aber hier, ich bin öffentlich auf der Straße, dann sage ich, hey, diese Leute haben Eier, ansonsten, vergiss es. Leute, die wo ihr Gesicht nicht zeigen und haten, das sind meines Erachtens, ja, die haben wirklich null Rückgrat und keine Eier in der Hose. Das ist meine Meinung so. Okay, wenn ich gegenüber jemandem hate, dann muss hier, das hier muss öffentlich sein. Okay, in diesem Sinne, das war mal wieder ganz kurz ein Video von mir. Leute, ich verspreche euch, es kommen, werden sehr gute Videos kommen. Weißt, ich will damit diese ganze Scheiß da echt wirklich nichts zu tun haben, so richtig. Ja, ab und zu mal vielleicht mal so ein kurzes Video draus machen, wenn es irgendwann mal nicht mehr geht, weil wenn es bis daher kommt, weißt, dass die Leute wissen, dass viele sich vielleicht nicht getrauen, das zu sagen, ja, aber das gleiche denken, was ich denke. Okay, und zu dir, Kelp, zu dir kommen wir nochmal, bevor du wieder solche React-Videos machst, ja, also, ja, aus dem Teller Suppe schlürfen bedeutet Teller, Nase, Koks gemacht und hochziehen, das bedeutet das, okay, du Volldackel, ja, du Pfosten, so Trottel, ja, und der Juanito Panchito ist eine Kunstfigur, ein Kunstadvokat, ja, für dich zum Mitschreiben, du Vollidiot, Trottel, okay, in diesem Sinne, Leute, viel Spaß und ja, wir hören uns demnächst wieder.